Hallo und herzlich willkommen zum ersten Full Van Body Workout. Wer kennt's nicht? Man ist auf Reisen mit dem Van, 13, 14 Uhr, die ersten zwei Bierchen sind schon drin, am Abend noch die zweite, dritte Tüte Chips und man denkt sich am Abend wieder, scheiße, schon wieder keinen Sport gemacht. Genau damit ist jetzt Schluss. Hier in den nächsten 10, 15, 20, 30, keine Ahnung, Minuten werdet ihr Übungen kennenlernen, die ihr überall machen könnt, wo es keine Ausrede mehr gibt. Oh, das könnte ich aber jetzt nicht machen, ich hab's dabei. Das sind Standardsachen, die ihr braucht. Ihr braucht euer Auto. Ausreden gibt's nicht. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Die erste Übung ist die folgende. Und zwar ist das die Übung, die jeder kennt. Die Aufwärmübung am Morgen. Man nimmt sich die Kaffeemühle und man malt erstmal. Gut für die Oberarme. Schön die Arme oben halten. Schön kreisende Bewegungen. Jede Übung sollte so mindestens 30 Sekunden gemacht werden. Ich werde das so machen in dieser Session, dass ich die Übung mindestens einmal zeige. Maximal dreimal, manchmal auch nur zweimal. Im Grunde genommen, wenn ich sie einmal vorgeführt habe, weiß ja jeder, wie das funktioniert, ne? So, die Arme tauschen. Nicht vergessen, Arme hochhalten. Rasierklingen unter der Arme, ne? Das ist das Ziel, wenn wir hier fertig sind mit unserem Workout. Schön hoch. Ach, ich spann schon ein bisschen hier. So. Der Kaffee ist übrigens nicht für heute früh. Den hatte ich nämlich schon. Deswegen stellen wir den jetzt wieder hin. Vergessen die Zeit anzustellen, aber so gefühlt schon anstrengend. Könnten schon fast 30 Sekunden sein, ne? Ui. So. Dann riechen wir mal kurz dran. Die Übung was gebracht hat. Ah, super. Perfekt. Die erste Übung ist rum. Wenn wir jetzt überlegen, wie es am Tag sonst so losgeht und weitergeht, nachdem man den Kaffee hat, läuft es eigentlich folgendermaßen ab. Zweite Übung. Die zweite Übung heißt The Lost Dog. Wer kennt es nicht? Kaffee getrunken, Tür aufgemacht und erstmal scheiße, Doggy ist raus. Also erstmal drei Runden um den Van. Eins. Zwei. Ich glaube, ich brauche mehr Runden. 30 Sekunden. Langsamer werden. Ja, die Rundenanzahl ist jetzt auch egal. Weiter. Und wie viel haben wir? 30. Super. Pause. Kurz locker machen. In alle Richtungen so ein bisschen bewegen. Dann machen wir noch eine Runde. Noch können wir ja. Und los, noch eine Runde. 30 Sekunden. So. Auffahrkeile stehen auch noch. Super, nichts mehr gerutscht. Da wird es doch schon warm hier. Genau gepasst. Fertig. Doggy haben wir gefunden. Der saß übrigens nur hier unten unterm Reifen. Also am Reifen, unterm Reifen wäre ein bisschen blöd. Aus Freude machen wir jetzt ein paar Hampelmänner. Wir haben den Doggy wieder gefunden. Oh, der Doggy ist ja da. Also machen wir Hampelmänner. Schön immer zusammenklatschen. Arme und Beine. So, genau. Nicht auf die Uhr gedrückt. Ach doch, 30 Sekunden. Hammer. Schön locker machen. Ja, gut, Matthias. Schön am Ball bleiben. Puh. So. Trinken nicht vergessen. Bin auch nicht warm hier. So. Und eine zweite Runde. Und los. Ruhig mit Sidesteps. Zurück. 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 Genau. Ui, spiegeln jetzt. Anhauen. Und weiter. Ah, so. Puh, ihr macht jetzt noch eine dritte Runde. Und ich schaue mir schon mal die dritte Übung an.
So, dritte Übung. Ich muss mich auch gerade mal ein bisschen frei machen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ist nämlich warm, dieses Plastikzeug. So, dritte Übung heißt nur parken. Nur parken heißt, Füße bleiben eng gestellt am Boden, Arme gehen nach oben und dann geht's los, wenn wir die Zeit im Blick haben. Fortsetzen, wie geht das hier, Pause, fortsetzen. Und zwar geht es los. Genau, Beine schön hoch. Warum heißt die Übung nur parken? Naja, ihr kennt's. Viel Bewegung, wie gesagt, kriegt man ja nicht immer so beim Vanlife. Und die Schritte fehlen. Wenn die Krankenkasse aber auch ordentlich zahlt, müssen wir natürlich auf die Schritte kommen. Zweiter Vorteil der Übung, nenne ich euch in der zweiten Session. Gut gemacht. So, hier ein Stück trinken. Gut durchatmen. Und dann beginnen wir mit der zweiten Session. Beine schön hoch. Ja, nur parken ist nämlich auch die Ausrede, wenn man nachts erwischt wird, damit irgendwo steht, wo eigentlich nicht stehen darf. Da kommt jemand, klopft. Entschuldigung, ich muss hier weg. Dann sagen sie, nee, nur parken. Und wenn es nicht klappt, Beine in die Hand genommen, Motor gestartet, weg da. So. 30 Sekunden. Sauber. Also ich bin noch saufit. Übung Nummer 4. Die nächste Übung heißt The Check-Up. Hierfür geht ihr auf eine Seite eures Autos. Insgesamt muss die Übung 4-mal wiederholt werden, da es 4 Seiten des Autos gibt. Ausnahme, ne? Sonderregel. Und zwar, im Grunde genommen sind es Liegestütze. Ihr geht in Liegestützposition und dann geht's los. Zeit läuft jetzt. Ihr geht runter, schaut, Ersatzrad, da. Abwassertank, tropft nicht. Rost, nein. Reifen, aufgepumpt. Reifen, Löcher, nein. Nichts drin, alles klar. Und so macht ihr das für ganze 30 Sekunden. Und immer wieder, auch mal kurz in die andere Richtung schauen. Müsst ihr checken, ist alles noch dran? Fehlt irgendwas? Sollte irgendwo nachlackiert werden. Genau, weiter geht's. Gut macht ihr das. So. Waren es 30? Bestimmt. So, das macht ihr jetzt auf allen 4 Seiten. Das ist wichtig, the Check-Up. Für die nächste Übung benötigt ihr einen Löffel. Am besten einen kleinen oder irgendwas ähnliches. Euer Abschleppseil, was ihr hoffentlich immer dabei habt. Und ihr benötigt die Öse, um das Abschleppseil vorne am Ducato Jumper Boxer Movano zu befestigen. Die findet ihr, ich hoffe ihr wisst, zumindest bei den unausgebauten Modellen unter dem Beifahrersitz. Da ist eine Box und da findet ihr diese Öse. Die Öse bringt ihr hier vorne an, dafür braucht ihr einen Löffel, um das zu öffnen. Dreht ihr einmal rein. So, jetzt wisst ihr auch, was ihr machen müsst, wenn ihr hoffentlich mal keine Panne habt. Dann nehmt ihr euer Abschleppseil, einmal eingeklipst. Sehr gut, sehe ich auch gerade, dass uns das irgendwie hier verbogen ist. Naja, dann nehmt ihr das Abschleppseil, klipst beide Seiten ein und dann macht ihr folgende Übung. Erste Ausführung. Arme vor den Körper, Ellenbogen links, rechts und ziehen und ziehen und ziehen. Wenn ihr es packt, das Auto wegzuziehen, ist irgendwas falsch gemacht beim Parken. So, Rücken schön gerade und schön vor die Brust ziehen. So.
Genau, sehr gut. Haben wir's? Nee, nochmal. So, das ist die erste Ausführung. 30 Sekunden. Jetzt kleine Pause. Trinken nicht vergessen. Ein paar Sekunden Pause noch. So, 5 Sekunden geht's weiter. Und zwar, andere Option, Handflächen zeigen nach oben, Ellenbogen sind am Körper angelegt und es geht los. 1, 2, 3, 4, vielleicht auch so, 5, 6, 7, dann zähle ich eigentlich so um 4 Sekunden an. Naja, ein Aussicht genießen, nicht nur an die Anstrengung der Übung denken. Schöner, ruhiger Platz hier. Haben wir's? Ah, machen wir noch 2. 1, 2. Gut gemacht. Nächste Übung heißt The Real Shit. The Real Shit läuft folgendermaßen ab. Oh, es wird warm hier in der Sonne. Ein bisschen Beine zeigen. Und zwar, rechter Winkel hier an den Beinen, einmal anlehnen und 30 Sekunden halten. Da kann man die Aussicht genießen und eben, ne? Nicht jeder hat ja ein Klo im Van, wenn man die Übung oft genug macht, haben wir auch keins. Ne? Ist man fast von allen Seiten hier geschützt. Ja, Rücken gerade. Hey. 5 Sekunden noch. Und super. Oh. Erste Durchführung. Ja. Wie ihr seht, wir haben auch schon gefrühstückt. Kaffee ist schon getrunken. Deswegen die Übung jetzt hier im Leerlauf. Schöne Tiere übrigens überall. Libellen in grün, blau, weiß. Echt schöner Platz hier. So, Pause ist rum. In 5, 4, 3, 2, 1. Nächste Runde. Ist auch wichtig, wenn man dann ein bisschen wandern gehen will. Ne? Wir haben eine Tochter dabei. Die in der Kraxe hinten drin. Tageswanderung. Berg hoch, Berg runter. Das merkt man. Ah, Winkel stimmt, Rücken gerade, so. Noch 5 Sekunden und geschafft. So, nächste Übung lautet Lichtbeugen. Und zwar bleiben wir bei den Beinübungen. Hier seht ihr den Lichtkegel von den Osram Nightbreaker LEDs. Geile Teile. Video. Und zwar, Übung lautet folgendermaßen. Licht ist an, Höhe Bauchnabel. Ihr geht runter. 30 Sekunden. Und zwar, runter. Bis zur Brust. Aber zeigen die Knie nicht über die Füße hinaus. Po geht gut raus. Zieh den Lichtkegel bis knapp über die Brust. Genau. 30 Sekunden. Da kann man nochmal gucken, ob irgendeine andere Lampe kaputt ist. Tagverlicht läuft. Heartbreaker blendet. Super. Gut. So. Das soll jetzt reiz gewesen sein. Und rum. Schluck trinken.
So, Pause ist gleich rum. Noch 5 Sekunden. Dann die zweite Runde. Hier macht ihr bitte auch wieder 3, ne? Ist klar. Und Lichtkegel los. Aber ihr seht es gut. Die Arme nach hinten. Dann sieht man es vielleicht besser. Ah ja. Können ruhig die Seiten tauschen. Erst Fahrerlicht, dann Beifahrerlicht. Die Nightbreaker auch als Fernlicht eingebaut habt. Müsst ihr die Übung natürlich 4-mal machen. Ne? Super. Nächste Übung. Für die nächste Übung benötigt ihr ein mindestens 10 Liter fassendes Gefäß. Am besten eine Gießkanne. Name der Übung lautet Fill-Ups. Wir haben ja seit neuestem die Riva-Filter in unserem Van verbaut, scheuen also nicht davor, fließendes Gewässer in unseren Tank zu füllen und das dann später zu trinken. Deswegen haben wir immer unsere Gießkanne dabei und füllen unseren Tank damit auf. Hoch zum Auto. Uiuiuiui. Und dann geht's los. 1, 2, 3. Super. Weiter geht's. Die Leute, die mit Schlauch auffüllen, müssen übrigens alle vorherigen Übungen 3-mal machen. So. Sehr gut macht ihr das. Ah. Kurze Pause und was trinken. So, für die zweite Runde steigern wir das Ganze ein bisschen. Und zwar macht ihr die Gießkanne richtig voll. Also von oben bis unten. Auf jeden Fall ganz voll machen. So. Und dann vor euch jetzt das Ganze 40 Sekunden. Ist ein bisschen anstrengender, ich weiß. Aber es geht ja hin. Zeit läuft. Super. Schön gerade leicht in die Knie gehen. Festen Fuß, festen Stand. Arme gestreckt. Sehr gut. Max Bar steht hier. Kenn ich nicht. So. Ups. So, weitermachen, nicht schlapp werden. Und haben wir's? Boah, gleich. Sauber macht ihr das. Sehr gut. Die nächste Übung, machen wir direkt weiter, nennt sich einarmiges Heben in der Halbliterklasse. Dafür nehmt ihr euch am besten eure Trinkflasche. Die nehmt ihr in eine Hand. Die Bayern oder die Münchner unter euch, die machen das übrigens natürlich mit einem ganzen Liter, ne? Nicht nur mit einem halben. So, ihr nehmt das Gewicht, festen Stand und macht diese Übung. Auch 30 Sekunden. Genau, schön. Wer von euch 2 Flaschen hat, oder 2 Trinkbehälter, der kann natürlich auch beide zeitgleich nutzen. Ein Wechsel. Genau. Sehr gut. So, Seiten tauschen. Zwischendurch was trinken natürlich, ne? Schon leer. So, schön weitermachen. Dauer wird es ein bisschen anstrengend. Aber soll es auch sein, ne? Wenn wir hier Workout machen. Wenn wir in Kroatien ankommen da unten, dann wollen wir ja hier kein Deadbot, kein Vanlifebot. So, geschafft. Sauber. Nächste Übung. Kommt jetzt. Mit der nächsten Übung kommen wir so langsam zum Cooldown. Das ist eine recht einfache Übung.
Nehmt eure rechte Hand, Linkshänder die linke Hand, bewegt sie ein bisschen auf dem Bildschirm, vielleicht ein bisschen nach unten und tappt einmal auf Like und auf Abonnieren. Super, kurze Pause, kurz die Finger entspannen, einmal alles durchkneten, ja super. Wenn das mal erstmal nicht hinbekommen habt, kein Problem, hier kommt die zweite Durchführung, Maus bewegen, Like, Abonnieren. Super, das klappt ja richtig gut, ich bin stolz auf euch. Jetzt geht's weiter, das ist auch mehr eine Kopfübung. Wir gehen vor das Auto. So, für die nächste Übung öffnet ihr einmal eure Motorhaube. Easy. Hier. Macht einmal auf. Die Übung heißt, muss ich kurz gucken, wie die immer genannt wird. Ah, die hat einfach nur Kopfübung. Und zwar lehnt euch an, Bein nach hinten. Und jetzt überlegt ihr, haben wir noch genug Kühlflüssigkeit? Max. Super. Haben wir noch genug Öl? Ja, sieht auch gut aus. Ne? Müssen eigentlich den Stick rausziehen, aber ich weiß, dass es genug ist. So. Dann die Seiten tauschen. Und dann überlegen wir nochmal. Haben wir denn irgendwelche Marderschäden? Das sieht gut aus. Dann einmal kurz Luft holen und denken, jo, hier drin schaut alles super aus. Dann könnt ihr hier bei Gelegenheit auch mal den ganzen Schmodder rausholen, damit das Wasser hier unten abfließen kann. Das sammelt sich alles beim Ducato hier ganz gern. Ah, alles voll hier. So, wenn ihr also hier vorne jetzt ein reines Gewissen habt oder wisst, dass alles sauber ist, stellt euch natürlich noch die Frage, sind immer alle Fenster zu, wenn ich losfahre? Habe ich genug Bier im Auto? Ist der Gas, die Gasflasche zugedreht, wenn ich starten möchte? Sämtliche Kopfübungen können ich dann zu Ende, gegen Ende jetzt dieser ganzen Session wieder in den Kopf kommen. Ich hoffe, ihr hattet während der ganzen Session nicht diese Gedanken. So, was haben wir hier noch vergessen? Öl haben wir geschaut, Kühlflüssigkeit, Frischwasser, ne? Abwassertank voll. Soll ja nichts irgendwo unten rauslaufen. Ich hoffe, ihr macht sowas nicht. Und dann kommen wir eigentlich schon zur letzten Übung. Wir sehen uns wieder hinter dem Auto. Die letzte Übung der heutigen Session ist eine Cool-Down-Übung. Sie nennt sich The Manual Beep. Im Grunde genommen sollte man dann versuchen, recht ruhig zu werden während dieser Übung. Stellplatz gefunden. Tag so gut wie geschafft, setzt man sich in seinen Liegestuhl und beobachtet die Neuankömmlinge. Beste Option ist, man muss nichts machen. Manchmal ist es eben doch nötig, den Manual Beep auszupacken, wenn nämlich einer versucht einzupacken und es nicht so ganz klappt. Da muss man, Achtung, vielleicht mal aufschrecken. In der Regel nicht, Leute machen das ja immer gut. Das heißt, wir können uns zurücklehnen. Können den Tag ausklingen lassen. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr weitere Top-Videos nicht verpassen wollt, würde mich freuen. Ich coole jetzt noch ein bisschen down und dann sehen wir uns bald wieder. Ah.